Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Lichee 2 im Ranglistenmodus. Wir gehen rein als Burg. Es wurde gepinkt. Welcome to Nova. Okay. Kann er doch. So, wir gucken mal. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, Manta. Manta ist auch super stark. Machen wir so. Werden hier mal die Sakura-Blume starten. Hauen die Schnecke rein. Und sind ready to go. Manta super stark. Seeschlangen super stark. Sakura-Blume fett. Die sind auch stark. Eigentlich eine super Kombo. Schauen wir mal. Geht los. Er hat eine Drohne und eine kleine Biene gebaut. Ich glaube, normalerweise Fiesta ist nur eine Drohne. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Und die kleine Biene wäre ein bisschen zu viel, aber wir sind durchgekommen. Lass ich mal schauen. Er ist der Hellblaue. Hier wird erstmal nichts passieren. Bleiben ganz entspannt. So, 84. Passt. Da kann ich perfekt dann mir noch eine Katze hinstellen. Das ist nicht gut. So bauen wir die Katze hin. Gerade wenn wir den Ochsen haben, nutze ich das natürlich auch. Dass ein Robo kommt, war mir auch klar. Deswegen habe ich ja die Katze gebaut. Machen wir so, weil ich jetzt noch 30 über habe, mache ich halt den einen Stack rein. Mal kurz gucken. Okay, wir gehen wahrscheinlich auf 5, könnte ich mal probieren, oder auf 6. Auf 6 wäre geiler. Sechs wäre auf jeden Fall geiler. Können
Können wir da ein bisschen was rausschicken? Also auf jeden Fall ein Robo mit rein, das ist klar. Und die Drohnen auslöschen können. Das ist schon wichtig. Jetzt noch ein Healing dazu. Ich werde wahrscheinlich keinen Hörnbild noch oben draus kriegen. Nee. Dann machen wir zwei Robos. Hier haben wir eine Seeschlange. Ja, und bauen hier einfach noch eine zweite Katze hin. Schnecke mit rein und Schluss. Er sammelt immer noch. Da will mir jetzt nächste Runde was reinballern. So scheint es mir. Okay, Sarg down. Der auch, der auch. Vier Steinhauer sind durchgekommen. Das ist gut. Und hier auch noch mal einer. Das ist saftig. Da kann ich mir ein bisschen Geld zusammensammeln, weil das werde ich jetzt brauchen. Ich muss jetzt die Katzen upgraden. Ich schicke einfach eine Echse mit rein, damit ich das Einkommen sammeln kann. Mit ihm können wir auch arbeiten. Mache ich auch. Der hält gut was aus. Ich habe halt keinen Aufprallschaden. Außer den Ochsen dann. Aber das ist ja mehr ein Tank. Da muss ich drauf aufpassen. 180, das ist schon Triple Brute. Okay. Gut, dass ich den Berserker eingestellt habe. Aber es wird nicht reichen. Das ist zu heftig. Er hat auch mehr lang gesammelt, um 180 mir zu schicken auf der 7. Das ist schon fett. Er hat abgewehrt, das ist super. Wir waren einfach Worker. Die Kohle ist da, das nehmen wir mit. Vielleicht gehen wir auf 10. Okay, jetzt willst du schicken. Dann baue ich einen Maulwurf rein. Mal gucken, was sonst noch rausgeht. Es wird nicht allzu viel sein. Ochse rein. Ich nehme den Stack noch mit. Robo kann ich noch reinhauen. Das geht. Genau auf den Wert. Okay, Double Blut geschickt.
Hat zwei Särge aufgewertet. Das halte ich hier wahrscheinlich nicht. Ja, aber wahrscheinlich auch nicht. Nee. Beide durch. Er hat geblockt. Das ist sehr, sehr gut. Das ist gutes Teamwork. So. Berserker steht bereits. Wir brauchen Damage. Wir brauchen Damage, um die Runde zu überleben. Deswegen nehme ich die Seeschlange mit. Ja, ich sammle mal noch. Könnten mit Riesenschnecken was reißen. Zwölf. Zwölf klingt erstmal nicht schlecht. Ärgerlich. Diesmal habe ich aber abgewehrt. Ja, wir werden auch Riesenschnecken nehmen. Das macht schon am meisten Sinn. Hier für den Manta entscheiden. Weil der schon mit seiner Schadensreduktion echt fett ist. Ist jetzt nur eine aufgewertete, also zwei, die Blume und die Seeschlange. Ja, da kommt sie. Sakura Blume ist gleich da holen. Nimm den Bären mit. Ja, ich habe ganz schön durchgelassen, das konnte ich einfach nicht blocken. So, jetzt können wir natürlich noch mehr Seeschlangen bauen, rein theoretisch. Oder wir hauen hier den Ochsen hin, aber ich habe den einen noch nicht mal aufgewertet. Ich nehme die Seeschlangen mit. Feuerkatze Nummer 2. Hau die Robo auf jeden Fall rein. Die erste Katze ist auch hier. Na, was ist denn los, Mizi? Ja, Riesenschneckenalarm. Ja, ich bin raus. Bei denen beide. Der hat wieder gehalten, sehr schön. Mit dem Tor. Dann holen wir mal bei Rocker. Oh, die sind schon ganz kurz vorm Abkack.
So, wir werden den jetzt upgraden. Und zwei Rocker holen. Ich hole doch Rocker. Gerd. Okay, die kacken dann relativ schnell ab. Da muss ich dann andere Sachen mit reinschicken. Stich auf jeden Fall. So. Jetzt werden wir die Katzen aufwerten. Ich habe noch nicht mal irgendwie großartig viel zusammengebaut. Das ist alles nur so halbherzig. Nehmen wir mit. Katzen habe ich genug. Oh, den Mudman können wir mitnehmen. Der ist nicht verkehrt. So machen wir das hier. Zack. Haben wir noch den Rest mit Riesenschnecken voll. Ich hätte erst Riesenschnecken bauen sollen und dann Dinos. Naja. So ist das. Harten Dachs. Und ein Wächter der Meere. Oh, sieht gut aus. Ja, das war's. Ich habe zwar in der Runde nicht ganz so viel gekonnt, aber bin trotzdem gut dabei. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich weniger gemacht habe. Aber es gehören immer zwei Leute dazu. Victory. Und manchmal wird man auch durchgecarried, das passiert auch. Ja, jedem, auch mir. Ja, es war eine weitere Runde Legion. Ich sage euch bei Ahnung, wie das vorbei. Snack ab oder wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.